Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Long War Season 5. Jo, auf uns wartet jetzt eine Entführung durch Aliens. Mäßig wohlgemerkt, da es sich höchstwahrscheinlich um Südafrika handelt und die Panik noch nicht so hoch angestiegen ist. Das werten wir mal als ein kleines Geschenk für uns und hoffen wir mal nebenbei noch, dass die keine Ethera dabei haben. Jo. So, angeführt wird unser Team von Gehinde. Tendayaki ist unser Scout. Dann haben wir noch einen zweiten Infanteristen dabei. Das Fräulein Amaral, was ja ein bisschen Führungserfahrung sammeln muss, da wir neue Offiziere benötigen. Annette ist als Medic dabei. Und dann haben wir Mr. Clean als Gunner. Und zu guter Letzt haben wir drei Mechs dabei. Unseren Fastfinder, unseren Goliath und unsere Valkyrie. Und ich würde mal sagen, brechen wir direkt mal auf. Los geht's. Nun gut. Da sind wir also. Beginnen den Angriff. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Wir empfangen immer noch Übertragungen, nach denen die Aliens in einer ihrer Großstädte operieren. Wir müssen die Gegend schnellstmöglich sichern. Nun gut, das machen wir. Zum Glück haben wir mehr als genug Sprengstoff dabei, um eventuelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Mal gucken, wo werden wir rausgelassen? Ich hoffe mal nicht am Standard-Vanilla-Punkt. Nein. Danach sieht es nicht aus, ist doch schon mal gut. Denn in der Todeszone zu starten, möchte man auch in einer mäßigen Mission nicht. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Nun gut, gehen wir mal hier entlang. Nichts, das ist doch schön. Na dann, Annette. Nee, du noch nicht. Ecke Hände geht zuerst. Dann Annette. Schätze, das bin ich Ihnen schuldig. Aber sowas von. Gut. Mr. Clean, kommst du mal hier mit? Und dann haben wir nur noch den Deyaki, der ein bisschen weit hinten steht, aber das macht ja nichts. Gut, und dann rücken noch die Max vor. Bin unterwegs zu neuer Position. So, Frieda, du gehst mal hier hin. Wir haben keine Raketen, wir haben keine Sniper. Wird schon schief gehen. Was haben wir denn da Feines an Gegnern? Floater? Ich könnte die beiden hier aufs Dach hochschicken. Wäre die Maßnahme. Na komm, weiter. In Bewegung. Ich glaube, hier ist soweit nichts. Bereiten wir uns mal hier für einen Durchbruch vor. So, Amalia geht hier hin. Annette, du stellst dich hier hin. Okay, Hinde geht hier hin. Tendayaki, du gehst hier hin. Und dann gehen die Max nach vorne. Beginnt hier mit Mohammed. Buttercup geht dahinter. Und Frieda geht hier hin. Hört ihr das? Mutants. Nun gut, dann würde ich mal sagen, Tür auf. Nichts. Die andere Frage ist, kann ich ungesehen in den Raum reinmarschieren? Begebe mich an neue Position. Ja, kann ich, sehr gut. Dann gehst du hier hin.
bin schon dabei, Commander. Du gehst hier hin. Und deine Kollegen gehen direkt hinterher. In Bewegung. Jetzt wäre es dann sehr schön, der nächsten Runde hier irgendwie am Pott vorbeikommen würde. Den wir einfach mal zerfetzen könnten. So, Tendayaki, du gehst hier hin. Meld. Vielleicht sollten wir mal in diese Richtung abrücken. Nichts. Nun gut, Buttercup. Geh hier hin. Sag mir, ob du was siehst. Fika. Oh. Das ist ja sehr freundlich von dir. Da bekomme ich doch bestimmt erstmal Holozielen drauf. Geh hier hin. Und Feuer. Sehr schön. So, Buttercup, der gehört dir. Und damit wäre der große Sieger erledigt. Mohammed, hier hin. Frieda, du stellst dich hier in den Weg. Gut. Dann kann auch der Rest mal nachrücken. Du weißt bessere Bescheid als ich. On my way. Mal gucken, ob es uns noch gelingt, hier irgendwie Meld abzustauben. Geh hier hin. Wir haben noch zwei aktive Gegner. Die sollten kein Problem darstellen. Sehr gut. Ziel wurde neutralisiert. Ein Sieger noch. Der sich hier irgendwo versteckt. Sehen wir hier irgendwo das Meld? Ich glaube nicht. Nun gut. Mach mal hier die Tür auf. Und geh hier in Entdeckung. Oh. Da war jetzt so ziemlich alles getriggert. Das ist ungesund. Eieieiei. Nun gut. Frieda, geh hier hin. Yep, du löst einen Overwatch aus. Der dich sogar trifft. Aber das macht nichts. Nun gut, dann würde ich mal sagen, Flammenwerfer go. Oh, Covering Fire. Nun gut. Damit ist jetzt auch der Rückzug unseres Infanteristen da vorne geschützt. Und der Flammenwerfer hat gar nichts bewirkt. Ernsthaft? Nun gut. Hugo, du gehst hier hin. Flankier den Burschen mal. Nicht daneben schießen. Hörst du? Du schießt daneben. Eieieiei. Den können wir nicht in Panik versetzen, das ist ja noch besser. Mohammed, geh hier hin. Na dann, mach ein Blatt. So, ich hoffe, das reicht jetzt noch. Sehr gut. Einer weniger. Ausgeschaltet.
Nein, denn der Yakito schießt nicht als erstes. Wobei. Doch, schießt als erstes. Nun gut. Gehinde, Feuer frei. So, Annette, der Kill geht eindeutig an dich. Du musst nur treffen. Gut. So, den Chrysaliden irgendwie loswerden. Dafür sorgen, dass du hier keine Granate abbekommst. Geh mal bitte hier hin. Wird es jetzt mit dem Flammenwerfer besser aussehen? Ich glaube ja nicht. Na komm, Feuer. Nicht daneben schießen, hörst du? Immerhin. Na komm, Command auf den Deaki. Sehr gut. Einer weniger. Und ich würde mal vorschlagen, dass du dich da irgendwohin verziehst. Wenn hier eine Granate landet. Hier kannst du von da aus flankiert werden, aber der würde sich selber flankieren. Von daher vergessen wir das Ganze. Blöd, dass du noch keinen Sentinel hast. Na komm, verschwinde. Ich hoffe mal, dass die Max das meiste vom feindlichen Feuer auf sich lenken werden. Sonst bekommen wir ein kleines Problem. Au. Genau, mach den Quatsch. Finde ich gut. Oh, der Newton hat sich hier ins Eck bewegt. Nö. Wo ist denn der hin? Der kann doch nicht spurlos verschwunden sein. Newton, wo bist du? Hier im Eck steht er. Alles klar. Und er hat einen Overwatch, natürlich. Bloß keine Panik. Ist in Ordnung. War nicht dafür konzipiert, Schaden auszuhalten, aber den solltest du noch platt bekommen, oder? Ich brauche bald Munition. Gut, weg mit dir. Munition ist aus. Ist tot. Wer wird suppressed? Frieda, du? Yep. Du rückst. Ah, da ist noch einer im Feldposten. Ist in Ordnung. So, reicht das für einen Flammenwerfer? Gefragt, ob es für einen Flammenwerfer reicht. Und er ist in Panik. Damit sind die Floater so gut wie erledigt. Frieda, du rückst mal hierhin ein. Moment mal. Amelia hätte gerne mal einen Kill, hat sie gesagt. 88%, da sag ich doch nicht nein. Sehr schön. Tendayaki, du könntest mir eventuell den Heavy Floater gefangen nehmen. Die Hände, so viele Kills brauchst du gar nicht. Schätze, das bin ich Ihnen schuldig. Nun gut. Den Deyaki, geh mal hier hin. Genau, schieß auf den dicken Holo-Zielen und so. Naja,
Halb so wild. Dann schießt du mir mal auf den hier. Ja, es geht nichts über ein paar Max. Der ist tot. Haben die noch aktive Gegner? Ich weiß es nicht. Natürlich haben die aktive Gegner. Ich frage mich, ob wir noch aktive Gegner haben. Schieß einfach mal. Ja, immerhin. Annette, du gehst in meinen Feldposten. Und Hugo geht mal hier hin. Bewegungsmelder. Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Will mal gucken, ob wir den gefangen nehmen können. Das wäre schön. Oh, den habe ich ja komplett vergessen. Annette, mach ein Blatt. Naja, fast. Zum Glück hast du eine dicke Rüstung an. Yep. Und der regeneriert Gesundheit. Du könntest mir nochmal abfackeln. Tendayaki, Holo zielen. Gut. Das ist die große Frage. Wie bekommen wir den? Ach nö, Tendayaki, du solltest den ja gefangen nehmen. Ich vergaß. So viel Schaden machst du. Allzu viele Hitpoints hat er nicht mehr. Nun gut, lad du mal hier nach. Du darfst hier nachladen. Keine unnötigen Overwatches mehr. Ich glaube, da könnte dich ein Flammenwerfer killen. Das wollen wir natürlich nicht. Geh erstmal hier hin. Nun gut. 37% ist so gut wie nichts. Ich bin schon auf dem Weg. Na komm, bieten wir ein paar Ziele an. Dann geht mir mal jeder auf Steady Weapon. Nee. Feuern wirst du nicht. Du killst ihn sonst. Moment. Ich würde mal sagen, wir flicken erstmal unsere Max wieder so weit zusammen. Gut. Annette, lad nach. Lass mich nachladen. Steady Weapon. Einer für alle. Schieß einfach mal. Gut. Probier's nochmal. Runde beenden. Du schiebst noch Panik, sehr gut. So, hier ist ein gezielter Flammenwerfer und er gehört uns. Und wir haben nur einen Versuch. Nicht töten. Sehr schön. Ach ja, du musst näher ran, habe ich gehört. Geh hier hin. Guck mal, meld. Nein. Das ist die große Frage, wer bekommt den Kill? Annette, magst du es probieren? Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Unsere Valkyrie braucht auch Kills ohne Ende. 49%. Das reicht. Und ich glaube, das war's dann mit dieser Mission, oder?
alle Missionsziele erreicht. Sehr gut. Na dann weiter. Ab nach Hause. Uns fehlt eigentlich wirklich nur noch der Overseer. Dann sind wir so gut wie durch. Mit dem Overseer können wir dann die Golobkammer bauen. Ja, und ich habe das gute Gefühl, wir müssen den Axel noch mal ein bisschen weiter hochtrainieren, damit seine Psy-Fähigkeiten besser werden. Das ist ja das reinste Kinderspiel da draußen. Mhm. Hoffentlich werden unsere Truppen nicht übermütig. Das hoffe ich auch. Und doppelte Portion. Und Frieda, du bekommst von mir... Backmaß ist interessant. Zielen auf Schwachpunkte ist interessant. Aber du bist ja mehr oder weniger ein Tank. Ich hätte doch gerne ein bisschen mehr Damage bei dir. Oder mehr Flammenwerfereinheiten. Na komm, du gehst mir mal auf Zielen auf Schwachpunkte. Du hast ja schon Ranger, du hast ja einen halben Damage-Bild. Dann bekommst du von mir aus hier Schadenskontrolle, damit du ein bisschen mehr reparierst. Und da vorne bin ich mir noch nicht sicher. Entweder Extra-Konditionierung oder Schnellfeuer. Gut, aber erstmal zielen auf Schwachpunkte, damit du ein bisschen mehr Damage machen kannst. So. Jede Menge Leichen. Ein paar Ressourcen. Warum denn nicht? Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Nun gut, weiter. Satellitenzielhilfe ist fertig. Nochmal. UFO-Verfolgung ist fertig. Und Xander Bär hat bestanden. Sehr schön. So. René. Könnt ihr mal diesen psychokinetischen Schlag. Und gut ist. Gehen wir in die Gießerei. Denke schon die halbe Zeit drüber nach, die Superkondensatoren zu kaufen. Aber dafür reicht unser Illyrium nicht. Und unser Illyrium werden wir noch für ganz andere Sachen benötigen. Von daher lassen wir das Ganze mal. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Ratsmission? Was willst du von uns? Eine Bombenentschärfung. Augenzeugen berichten zufolge, bewegen sich Aliens ungehindert durch eine indische Großstadt. Wir wissen noch nicht genau, was sie vorhaben. Aber wir dürfen bei diesen Eindringlingen kein Risiko eingehen. Die Zentrale liefert ihnen einen kompletten Lagebericht, wenn ihre Leute vor Ort sind. Nun gut, meine Freunde, darum werden wir uns dann im nächsten Part kümmern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.